Alter Verwalter, was ist dein Scheißproblem? Ich dachte, wir wären Freunde. Ach ja, also, das ist, nenne ich ja mal einen flexiblen Mitarbeiter. Hat aber einen Knackarsch. Das ist Mitarbeiter mit Burnout. Alles wird gut. Ich gehe ja schon. Dann könnt ihr wieder rumpümmeln, wie ihr wollt. Hallo? Kann ich die doch wieder anmachen? Aber die war nicht in Kaffeetasse. Ich trinke mal kurz einen Schluck aus Kaffeetasse. Moment. Ja, gut. Ist jetzt fertig mit Schreien hier. Da kam ich her, ne? Nun gut. Muss ich hier nicht hin? Wozu kann ich eigentlich springen? Wirklich nicht? Ich bin froh, dass ich den Kaffee schon runtergeschluckt habe. Alter Verwalter. Wo bist du jetzt hingesprungen? Was ist denn mit dir? Ich dachte, er wäre jetzt hier durchgerast und ich könnte da jetzt durch oder so. Ach Mensch. Was muss ich denn tun? Wow, 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 ja, ist ja gut. Ja, wow, wow. Hammer. Worum geht's denn hier? Du meinst. Ja, okay. Jetzt erklärst du mir das? Das muss ich doch vorher schon tun. Kann ich irgendwas mitnehmen? So ein Helm? Ja. Warum denn? Warum? Muss ich hier wirklich durchkriechen? Ja, muss ich. Okay. Ach Mensch, ey, was ist denn hier los? Okay, komm ich nicht hin. Ja, hör doch mal auf rumzuschreien, da muss er weniger husten. Was war das? Ich meine, wenn er schreit, dann pfeift er wenigstens nicht. Warum? Was ist dein Scheißproblem? Ich dachte, wir wären Freunde. Nein, ich drehe mich nicht rum. Nein, du kannst mich am Arsch stecken. Nein, mach ich nicht. Muss ich mir jetzt rumdrehen? Oh ne, wo war ich denn jetzt? Wo muss ich hin? Wo komme ich her? Wer bin ich?
ist das ekelhaft. Bin ich hier richtig? Hier war ich doch schon, oder? Was hängt hier überhaupt? Guter Mann. Könnten Sie mir sagen, ob ich hier richtig bin? Das sieht doch hier aus, als könnte man hier hoch. Nein? Okay. Oh. Hi. Telefonnummer gibt's nicht mehr. P. P wie Auto? Wolltest du mir dein Auto zeigen? Du hast mehrere Autos. Das ist deine Firma. Was ist denn hier schiefgegangen in dieser Wasseraufbereitungsanlage-Firma? Ach, jetzt hör doch auf hier. Ich hätte vielleicht mich langsam an den... Frauenstimme gehört. Ich hätte mich vielleicht langsam an diesen Horror rantasten sollen. Nee, er pfeift schon wieder. Das ist der wahre Horror. Und ich von... Was habe ich zuletzt gespielt? Ich weiß nicht, wie ich es euch hochlade, falls ich es andersrum gemacht habe. Doch, warte mal, ich mache das andersrum, ne? Nee, dann sage ich nicht, was ich gespielt habe. Auf jeden Fall war das nicht sowas. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ich glaube, da war noch ein Weg, oder? Rennst du jetzt wieder in mich rein oder mir vorbei oder? Sag mir doch mal einer, was hier Sache ist. Ja, okay, runter in die Dunkelheit. Das ist eine super Idee. Oh, oh. Wieso guckt der nach da oben? Woher soll ich denn bitte den Code wissen? Das ist ja cool. Okay, also suche einen vierstelligen Code, ne? Um herauszukommen. 234. Der pfeifende Mann hat doch bestimmt den Code. Hier hinspringen. Die haben doch hier so viele Sicherheitslecks, die müsste doch irgendwo den Code rumfliegen haben. Er hat nach oben geguckt, also muss ich da bestimmt hin. Ich will das nicht. Ha, ah. Hallo Mitarbeiter. Na? Pause vorbei. Okay, da darf ich nicht durch. Okay, okay, okay. Wo muss ich denn hin? Diese Geräusche sind auch echt ekelhaft, ne? Lass mich hier durch, bitte. So gedacht. Ich weiß ja nicht, war das so gedacht? Obi,
Okay. Ich bin mir unsicher. Hier ist überhaupt keiner mehr. Ach so, hier sind wir dann. Nee, warte mal. Du wolltest mit deinen Autos zeigen. Die Obi-Fässer echt nicht gesehen. Oh, jetzt geht noch mal ein bisschen schneller. Die stimmt, die stehen zur anderen Seite. Wo kam ich denn jetzt her? Kam ich von unten oder von oben? Hier kam ich durch, ne? Ich sollte bestimmt nicht durch ihn durchgehen. Hoffentlich komme ich jetzt noch mal wieder da durch. Ja, okay. So, was wollt ihr denn, wo ich hingehe? No entry. Ja, okay. Ja, zeigt mir den Weg. Oh, bist du der Schichtleiter? Wenn wir nicht rumdrehen. Ja, das ist ja. Oh, guck mal. Jetzt wird es auch noch anspruchsvoll hier. Oh Gottes Willen. 1 plus 1. Okay, guck mal. Das hat mit der Tür zu tun. UV-Licht, das habe ich. 1 plus 1 ist 2. Das hat mit dem Türschloss zu tun. Ja. Also finde ich mit dem UV-Licht Rechenaufgaben oder was? Solange ich damit jetzt nicht durch alles nochmal durch muss. Es ist ja schön, dass ich hier nicht mal ein Licht habe. Hi. Oh, okay. Welche Richtung gehen wir denn zuerst? Gehen wir hier. Da kam ich aber her vorhin. Aber jetzt weiß ich warum. Ja, war ich darauf vorbereitet. Kannst mich mal. Du kannst mich mal gerne haben. Hi. Sagst du mir den Code? Okay, ich dachte, es hupt jetzt so oft, wie ich eingeben muss. Oh, guck mal, ach du Heiliger. Ich gebe zu, also ich könnte es, aber ich habe keinen Bock. Ich hole mein Telefon. Ich kann immer noch, ouch, von früher Matrizenrechnung. Bin nach XYZ aus rechnen, aber Kopfrechnen hasse ich. So, Klammer auf. Wozu hat man einen Taschenrechner? 59, Klammer zu, mal 2 sind 82. Okay, ist mein Stift. Okay. 82. Okay. Stimmt das auch? Mal 2. Ja, sind 82. Okay. Was ist denn hier für ein Dreck auf meinem Mauspad? Wo kommt denn das her? Ja, viel Spaß noch, ne? Das Mitarbeiter mit Burnout. Könnte ich mir gut vorstellen. Der kommen wir bestimmt auch gar nicht hinterher. Ne, hier ist ja. Hier ist nichts, oder? Hier durch. Ich kann. Nein.
Tschüss. War doch hier, ne? Ja. Okay, jetzt gehen wir zu dem Pfeil. Hallo. Versteckt sich vom Chef. Der macht doch so wie ich auf der Arbeit. Nur ich verstecke mich nicht vom Chef, ich verstecke mich vor meinen Mitarbeitern. Keine Zeit habe oder wenn ich die gerade doof finde, weil sie doofe Sachen machen. Wie zum Beispiel meckern. Unbegründet. Nur ich darf meckern. Hallo? Wo bist du wieder? Komm ich dahin. Was denn? Eine Ratte. Versuche im Moment im Garten eine Ratte zu fangen. Ich müsste mal wieder die Falle befüllen. Hi. Wo ist zu dir? Na, Mitarbeiter? Hat aber einen Knackarsch. Oh, so. Einmal zwei. Genau. Drei. Minus eins. Hat das Bild gerade gewackelt? Gleich vier. Brauche ich jetzt noch eine Zahl? Nur die Reihenfolge weiß ich nicht. Ach ja, also das ist, nenne ich ja mal einen flexiblen Mitarbeiter. Der darf dann bleiben. Die anderen schmeiß ich raus. Die gammeln hier überall nur rum. Nee, lass mir in Ruhe. Und die verstecken sich alle immer. Oh. Was ist denn jetzt hier? So. 60 plus 9. Minus 20. Klammer auf. 1 plus 2. Klammer zu, habe ich das richtig geschrieben? 60 plus 90 minus 20, Klammer auf, 1 plus 2 sind 9. So, dann haben wir 8, 2, 4, 9. Dann gehen wir mal. Ja, alles wird gut. Ich gehe ja schon. Dann könnt ihr wieder rumpümmeln, wie ihr wollt. So, da ist die Tür. Na? Ich muss doch noch einen Schocker kriegen, bevor ich hier versuche, was zu tippen. Tja. 8, 2, 4, 9. Hallo, Enter. Oh, war direkt richtig. Eine Tür hinter einer Tür. Ja. Jetzt gib mir noch Püppchen. Was ist da?
Da hat jemand ein Alkoholproblem. Oh. Ich da drauf gelatscht. Was heißt das jetzt schon wieder so, wenn man das ganze Spiel interpretiert? Weiß nicht, wofür die Firma gestanden hat. Ist da was? Das da? Das hier. Hausflur hat doch bestimmt wieder mit uns zu tun oder so. Oder mit demjenigen, der das Tape geschickt hat. Puppen, Kinder. Teppich an der Wand. In welchem Land sind wir denn? Kleines Püppchen. Blut. Ist irgendwas in der Familie passiert? Ist irgendwas in der Fabrik passiert? Warum haben wir... Was passiert hier? Hatten wir in der Fabrik einen Unfall? Oder dieser Kerl? Oder wir? Oder was? Ich weiß es nicht. Klopf, klopf. Hi. Lass uns nicht durch. Dann gehe ich halt hier hin. Hat er einen Unfall in der Fabrik und hat danach seine Familie getötet. Oh, störe ich euch? Gab es einen Unfall in der Fabrik, der alle Familien getötet hat? Oh, was hier? Na, na? Oh Gott, was ist das denn für ein Rätsel? Püppchen, Püppchen, Püppchen. Ich brauche 3 Püppchen. Und die stellt man dann irgendwie ins Regal. Nee, da kann ich auch nicht besser sehen bei euch hier. Okay, doch erst so wie oben, ne? Ja, ich glaube, so die Reihenfolge wie die Püppchen oben, so muss ich sie ins Regal stellen. Und als drittes, was ist denn als drittes? Ne? Warte mal. Was soll denn das bedeuten hier mit der Maus? Ich kann da gar nichts drücken. Und danach bewegt sich der Schrank, oder was? Hi. Ja, viel Spaß noch, ne? Ich geh jetzt. Ich warte, wie sehen die Püppchen aus? Methan, Voodoo-Püppchen und X-Knopfaugen. Okay. Kommen dann hier rein. Ich habe die auch irgendwo gesehen. Ja, schreckst du mich? Da, siehst du? Den habe ich gesehen. Na, gibt es mir eine Auswahl oder... Nee, okay. Ich kann immer noch springen, aber nicht dran. Das ist gut. Ihr habt Glück, dass ich nicht schreie, wenn ich mich erschrecke, ne? Also für gewöhnlich nicht. Mich hat mal einer von hinten angesprungen. Weiß nicht, was er wollte. Ich kannte ihn noch nicht. Und da habe ich geschrien. Ich wusste nicht, dass ich so laut und hoch kreischen kann. Hat aber gut funktioniert. Er ist weggerannt. Aber so halt. Ich
Schrecke nach innen. Das hat auch ein bisschen weh getan. Sind denn diese Kackpüppchen? Achso, da wollte ich aber hingucken, ne? Das ist nix, ne? Tun. Okay. Okay. Okay, wie hieß der noch mal? Wie ist der Film? Ist der nicht Pinhead? Wie sieht die dritte Puppe aus? Kann ich das bitte nochmal checken? Ja, ich muss euch nochmal stören, das tut mir leid. Runder Kopf, Knopfaugen. Ist das auch so? Warte mal, wen habe ich hier? Ja, doch. Liegst du hier irgendwo hinter? Vielleicht? Aufmachen hier, ne? Hi. Ja, ich weiß, ihr macht da gerade was, aber ich muss hier leider mal was gucken. Huch. Das so gedacht. Okay, hier ist nichts. Was ist denn los hier? Warum sitzt du da? Guckst du mich als Fernsehprogramm oder was? Kopf, Knopf. Oh. Hallo? Was soll das? Ist die Tür auf? Da ist doch jemand, oder? Ist das ein Kind? Ich kann nicht zu dir, es tut mir leid. Jetzt geht vielleicht hier die Tür auf. War das hier bei auch schon so? Oh, guck mal. Da ist sie. Dum, 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 dum. Hallo. Da. Ist aber gut jetzt hier. Warum bist du denn jetzt auch da? Ich wollte hier gerade Tschüss sagen. Ach, nee. Wieso? Also, wenn ich das wieder einfach nicht verstehe, ne? Erklärt es mir bitte in den Kommentaren. Wieso war der vorher wie so eine Puppe? Wieso hat er eine Kamera in der Hand? Wieso filmt er? Nein. Huch, nein, oh Gott. Nicht das Licht aus. So, wieso war er erst eine Puppe und jetzt ist er so? Es gab eine Fabrik. Vielleicht. Oh. Vielleicht komme ich ja selbst noch irgendwie drauf. Hier ist noch ein Tape. Es hat ja irgendwas mit Tapes zu tun.
Hat er seine Kinder gefilmt? Weißt du, dass der vorhin hier geguckt hat? Ich dachte, wir sind ein Kind. 1889, was? Help me? Hier würde ich ja, wenn ich wüsste, wie. Und. Habe ich das jetzt alles gef... Ja, doch. Nee, oder? Habe ich das... Ich habe das alles gefilmt und hab's mir hingelegt. Bin wieder zu Hause. Ich habe jetzt auch keine Grisseloptik mehr. Was ist denn das? Gehen? Nein, noch nicht gehen. Ist das jetzt das nächste Tape oder was ist das? Rated by Just Tom. Okay, nein, da. Okay. War es das? Ich glaube, das war's, weil hier waren wir ja schon. Ich würde sagen, ich werde einmal nachschauen, ob ich wirklich das Ende richtig gemacht habe jetzt hier. Oder nicht. Wenn nicht, dann komme ich nochmal oder schneide es irgendwie anders hier dran. Und ansonsten haben wir es Gott sei Dank überstanden. Und ich sag schon mal, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Und vielleicht kommt jetzt hier noch was, vielleicht aber auch nicht. Tschüss.